seit einem Jahr jetzt Aufsichtsrat. Wie war das Jahr? Ja, erlebnisreich, würde ich sagen. Viel erlebt, Hochs und Tiefs. Im Aufsichtsrat tolle Gespräche geführt, im Aufsichtsrat sehr kontroverse Diskussionen geführt, aber zum Schluss mit immer dem Ziel, für Werder Bremen zu arbeiten. Und das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Haben Sie Ihre Ziele erreicht, die Sie sich so vorgenommen haben, auch als Aufsichtsrat und auch als persönlicher Aufsichtsrat? Ja, ich muss sagen, man hat es ja heute gesehen, was wir als Werder Bremen wollen. Und im letzten Jahr haben wir auf jeden Fall unsere Ziele erreicht gehabt. Klar, zum Schluss hätten wir gerne auch europäisch gespielt, gar keine Frage. Hätte uns vieles in der jetzigen Diskussion auch erleichtert. Und dieses Jahr sind wir natürlich noch nicht da, wo wir sein wollen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch eine Geschlossenheit zeigen. Und auch dort haben die Gespräche mit Geschäftsführung und dem Rest des Aufsichtsrats gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Und das ist das Entscheidende. Und das letzte Spiel hat uns ja auch alle versöhnt. Im vergangenen Jahr gab es 3 neue Aufsichtsräte, Sie gehörten auch dazu. Da hat man ganz viele Erwartungen, da waren große Erwartungen, dass da große Veränderungen kommen. Mit Verlaub, so ganz große Veränderungen haben wir noch nicht gesehen. Haben wir die übersehen? Nein, wir haben nichts übersehen. Und ich glaube, wenn da Erwartungen an den Aufsichtsrat geschürt werden oder gesetzt werden, dann muss man das auch immer ein bisschen in Relation setzen zu dem, was hat eigentlich ein Aufsichtsrat auch für eine Befugnis, wie viele Menschen gibt es in dem Aufsichtsrat, wie viele Personen. Und man muss auch als Aufsichtsrat in dem ersten Jahr erstmal lernen. Man muss, wenn Sie mich jetzt selber nehmen, ich komme nicht aus der Struktur des Vereines, habe vieles auch noch verstehen müssen und erst dann kann man es auch richtig einordnen, was man dort eigentlich machen möchte. Und insofern möchte ich sagen, haben wir als Aufsichtsrat, und das ist das Entscheidende, immer kontrovers diskutiert, aber im Endeffekt immer für den Verein entschieden. Sie sind absoluter Vermarktungsexperte, kann ich so sagen, oder? Ja, wenn Sie das so sagen, dann ist das richtig, ja. Wie gut lässt sich Werder noch vermarkten? Was ist noch möglich mit diesem Club? Weil diese Frage stellen sich alle, es ist ein Traditionsclub. Traditionsclubs haben es echt schwer mittlerweile. Hat Werder eine Zukunft? Auf jeden Fall. Werder ist einfach, und das merke ich ja auch international und auch national, wenn ich unterwegs bin, auch in meiner Funktion als Präsident des Deutschen Volleyballverbandes, werde ich immer wieder angesprochen auf die Marke Werder Bremen, und sie ist definitiv vermarktbar. Nur natürlich brauchen wir auch sportlichen Erfolg, das ist ganz klar. Aber wir dürfen auch nicht den Fehler machen, uns immer zu vergleichen oder Vergleiche zu ziehen mit diesen angeblichen Werksclubs, sondern wir müssen uns auf uns selber besinnen. Und das haben wir heute auch wieder gezeigt, das haben wir heute getan. Werder ist und bleibt eine starke Marke, sowohl national als auch international, und darauf kann man sehr gut aufbauen. Aber Tabellenplatz 16, was macht Ihnen Hoffnung? Warum kommt Werder da unten raus? Weil wir die richtige Entscheidung in Richtung Trainer getroffen haben. Florian Kohfeldt hat bewiesen in den ersten Tagen seiner Arbeit, dass er es kann, dass er die Mannschaft anspricht, dass er kommunikativ stark ist, dass er die Fähigkeiten, die wir in ihn gesetzt haben, bewiesen hat. Und jetzt hoffen wir, dass die Mannschaft das auch entsprechend weiter umsetzen kann. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, muss ich sagen.